Noch vor wenigen Monaten wäre das wohl wirklich vollkommen undenkbar gewesen, dass eine österreichische Discount-Tankstelle Benzin rationieren muss und an Kunden nur mehr eine Maximalmenge von 30 Litern abgibt. Jetzt gibt es das tatsächlich in Österreich, genauer genommen in Niederösterreich im Waldviertel. Die Firma Molt hat dort eine Discount-Tankstelle und verkauft seit heute nur mehr maximal 30 Liter pro Kunden. Der Hintergrund ist, die Firma hat viele Verträge mit langjährigen Kunden, die man erfüllen muss. Da geht es natürlich auch um größere Mengen. Im Endeffekt bleibt einfach nicht genug über für die restlichen Kunden. Und da die einzige Alternative zu einer Rationierung eine Erhöhung des Preises gewesen wäre, wogegen sich der Geschäftsführer gewehrt hat, ist man eben zu der Rationierung übergegangen. Wir haben hier in Wien, da gibt es auch mehrere Discount-Tankstellen, einmal nachgefragt, wie es aktuell ausschaut. Füllstände sind hier aktuell so bei 50%. Da kommt aber am Abend der nächste Tank-LKW und macht die wieder zu 100% voll. Dann hat man hier im 5. Bezirk bei dieser Tankstelle gut 70.000 Liter Treibstoff, also Diesel und Benzin zusammen. Und damit kommt man, hat man uns gesagt, ungefähr 3 Tage durch. Natürlich muss man bedenken, sollten diese Rationierungen bei mehreren Tankstellen in Österreich Fuß fassen, dann verschieben sich natürlich auch die Kunden auf andere Tankstellen, wodurch dann die ebenfalls in Liefernotstand kommen können. Generell liegt das Ganze einfach an dem Druck, unter dem die Lieferketten in den letzten Jahren sind. Schon bereits seit Corona wissen wir, dass der weltweite Handel auch mit Energie, Öl und dergleichen einfach unter großen Druck geraten ist, unter anderem teilweise auch wegen Krankenständen von Fernfahrern, von Kapitänen oder von Schiffspersonal. Ja, und dann Quarantänemaßnahmen haben die Situation natürlich noch verschlimmert. Teilweise versucht man da jetzt noch Rückstände von 1 bis 2 Jahren aufzuholen. Ja, und beim Benzin schlägt sich natürlich auch die Ukraine-Krise nieder. Das Ölembargo, das macht sich da auch bemerkbar. Und im Endeffekt, ja, tatsächlich im Waldviertel, gerade eine Gegend in Österreich, wo der öffentliche Verkehr nicht so optimal ausgebaut ist, im Raum Gföll, eine Tankstelle, die tatsächlich anfängt, ihr Benzin zu rationieren. Wir sind gespannt, was als nächstes kommt.